Herzlich willkommen zu unserem zweiten Webinar unserer Rechtswebinarserie. Ich bin Ninil Kainak und darf auch heute das Webinar moderieren. Das heutige Thema ist die Firmengründung in der Türkei. Unsere Vertrauensanwälte, Herr Abdullah Uzunlar und Herr Baran Tanverde der Kanzlei Tanverde, werden Ihnen alle Informationen rund um das Thema Firmengründung in der Türkei geben. Auch werden Themen wie Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis sowie Förderungsmöglichkeiten in der Türkei angeschnitten. Im Anschluss haben Sie dann die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an unsere Rechtsexperten zu richten. Das Webinar wird aufgezeichnet. Im Anschluss bekommen Sie einen Link zum Video und zur Präsentation zugeschickt. Bevor wir jedoch mit dem spannenden Thema beginnen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir als Außenwirtschaftscenter Istanbul Sie auch bei allen Ihren rechtlichen Anliegen unterstützen, seien es Forderungsangelegenheiten, Interventionen bei türkischen Kunden, Informationen zur Firmengründung oder Firmenprüfungen und Sanktionsprüfungen. Also Sie können uns bei allen Ihren rechtlichen Anliegen jederzeit anfragen. Nun möchte ich aber das Wort an unseren Rechtsexperten Herrn Uzunlar weitergeben. So, vielen Dank, Frau Kainak. Herzlich willkommen nochmals, meine Damen und Herren. Wir möchten heute Sie über die Firmengründung in der Türkei informieren und haben auch kurz dargestellt, welche Themen einzeln heute bearbeitet werden. Wir werden zuerst mit den Gesellschaftsarten in der Türkei beginnen. Danach werden wir uns mit der AG und mit der GmbH befassen. Dann werden wir die Haftung der Gesellschaft, die Haftung der Gesellschafter und die Haftung der vertretungsbefugten Personen erörtern. Im Nachhinein werde ich die Gründungsprozeduren kurz erklären und zum Schluss werden wir in die Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis und Förderungsmöglichkeiten eingehen. Ohne weitere kostbare Zeit zu verlieren, würde ich gerne mit den Gesellschaftsarten in der Türkei beginnen. Moment. So, das müsste es sein, ja. So, wie Sie auch auf Ihrem Bildschirm sehen können, sind die Gesellschaften nach dem türkischen Recht in zwei Gruppen aufgeteilt. Einmal gibt es die Handelsgesellschaften und einmal die Gesellschaften des bürgerlichen Rechts. Wir werden uns heute eigentlich nur mit den Handelsgesellschaften, die ganze Erzählung über die Handelsgesellschaften machen, denn die Gesellschaften des bürgerlichen Rechts sind die einfachsten Gesellschaftsformen und haben, also diese Gesellschaften haben auch keine eigene juristische Person. Da aus diesem Grund ist die Haftung der Gesellschafter auch nicht eingegrenzt. Mit anderen Worten haften die Gesellschafter in diesem Sinne mit ihrem eigenen Vermögen, was auch für Investoren aus dem Ausland eigentlich nicht vorteilhaft ist. Deshalb werden wir uns nur mit den Handelsgesellschaften heute befassen. Wie Sie sehen, sind die Handelsgesellschaften nochmals in Gruppen aufgeteilt. Es gibt Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Aktiengesellschaften, Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Genossenschaften. Wir werden insbesondere heute die Aktiengesellschaften und die GmbH eigentlich untersuchen, denn diese Gesellschaftsarten sind in der Türkei überwiegend gegründet und haben auch die Anwendung läuft eigentlich über diese Gesellschaften. Die anderen Gesellschaftsarten werden eigentlich kaum benutzt. Aus diesem Grund sind diese Gesellschaftsarten, also die AG und die GmbH, auch wichtig für die Investoren aus dem Ausland. So. Für die Bestimmung
einer angemessenen Gesellschaftsform ist jede Gründungsabsicht unter Berücksichtigung der festgesetzten Ziele im Einzelnen zu bewerten. Also mit anderen Worten, welche Gesellschaftsart für Sie passend ist, muss mit der Berücksichtigung der festgesetzten Ziele zusammen bewertet werden. In der Praxis, wie schon gesagt, ist für ausländische Investoren eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH als Gesellschaftsform zu empfehlen. Jetzt werden wir weiter in diese beiden Gesellschaftsformen eindringen. So, bei mir hängt ein bisschen. So, die türkische AG und die GmbH, wenn wir diese beiden Gesellschaftsarten kurz formulieren sollten. Die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft, bei der das Kapital bestimmt und in Aktien aufgeteilt ist. Für die Schulden der Gesellschaft haftet die Gesellschaft lediglich als juristische Person mit dem Eigenvermögen. Die Aktionäre haften lediglich für das verpflichtete Kapital gegenüber der Gesellschaft. Wir werden in den nächsten Minuten auch, wie Sie es gerade auch gesehen haben bei der Themenlistung, in die Haftung der Gesellschaft, der Aktionäre, aber auch der vertretungsbefugten Person eingehen. Da wird es nochmals thematisiert. Wenn wir die GmbH kurz beschreiben sollten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann seitens einer oder mehrerer natürlicher oder juristischer Personen unter einem Firmennamen gegründet werden. Das Grundkapital ist festgelegt und besteht aus der Summe der Kapitalanteile. Die Gesellschafter haften nicht für privatrechtliche Schulden der Gesellschaft, sondern sind lediglich verpflichtet, den verpflichteten Kapitalanteil an die Gesellschaft zu zahlen. Beide Gesellschaften können für jegliche wirtschaftliche Zwecke gegründet werden. Beide Gesellschaftsarten können mit einem Gesellschafter gegründet werden, wobei die maximale Gesellschafteranzahl bei der GmbH mit 50 Gesellschaftern begrenzt ist. Bei der AG ist solch eine Begrenzung nicht der Fall. Die Gründung beider Gesellschaften unterliegt in der Regel keiner behördlichen Genehmigung. Jedoch ist für die Gründung einiger AGs, wie zum Beispiel Banken, Leasinggesellschaften, die Genehmigung des Handelsministeriums notwendig. Das wären kurze Informationen zu den Gesellschaften. So, das Kapital ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Kapital der türkischen AG. Wir haben im türkischen Handelsgesetzbuch Mindestbeträge, die man einbringen muss, um diese Gesellschaften zu gründen. Wie Sie auch gleich sehen werden, sind das jetzt in Euro umgerechnet keine großen Beträge. Zurzeit muss man für eine Gründung einer AG mindestens 50.000 türkische Lira als Kapital angeben. Dieser Betrag wird aber ab dem 01.01.2024 auf 250.000 türkische Lira erhöht. Falls man, das ist jetzt ein bisschen, glaube ich, zu viel des Guten vielleicht, aber falls man eine AG mit eingetragener Kapitalsystem gründen sollte, das ist ein System, wo die Gesellschaft ein Kapital angibt, mit der sie gegründet wird, wobei es ein Höchstkapitalbetrag dabei genannt wird, wo der Vorstand selbst diese Kapitalerhöhung machen kann. Also zum Beispiel von 100.000 bis 500.000 kann man angeben, braucht der Vorstand keine
keine Befugnis von der Generalversammlung, damit diese Kapitalerhöhung stattfinden muss. Falls man solch ein System einbauen möchte in die Gesellschaft, dann muss zurzeit mindestens 100.000 türkische Lira als Kapital angegeben werden. Und dieser Betrag erhöht sich wiederum ab dem 01.01.2024 auf 500.000 türkische Lira. Das Kapital der türkischen GmbH ist zurzeit bei 10.000 türkische Lira. Wie schon gesagt, das ist ein Mindestbetrag, ist auch sehr niedrig geblieben seit den letzten Jahren, wird auch wiederum ab dem 01.01.2024 auf 50.000 türkische Lira erhöht. Hierzu möchte ich noch kurz angeben, dass man bei der Gründung der AG vor der Gründung schon 25% des Kapitals der Gesellschaft schon eingezahlt haben muss. Bei der GmbH ist diese Voraussetzung nicht vorhanden. Also Sie müssen bei der GmbH noch nicht mal vor der Gründung eine Kapitalauszahlung machen an die Gesellschaft. Da kommt natürlich die Frage, wann muss ich es denn oder bis wann muss ich das machen? Bei beiden Gesellschaften ist die Regel vorhanden, dass ab der Gründung innerhalb von 24 Monaten das Kapital eingezahlt werden muss. Dabei möchten wir auch kurze Informationen bezüglich den Gesellschaftsanteilen mitteilen, denn hier gibt es einen Unterschied zwischen der AG und der GmbH. Bei der AG können wir manche Aktien als Vorzugsaktien nennen. Worum geht es bei diesem Vorzug? Man kann Gewinnbeteiligung, Stimmrecht und weitere Möglichkeiten angeben und manche Aktien gegenüber der anderen Aktien bevorzugen lassen. Normalerweise ist solch ein Vorzug auch nur über Aktien möglich und nicht über bestimmte Gesellschafter. Also man kann nicht sagen, dass ein Gesellschafter bevorzugt wird als die anderen, sondern man muss dies normalerweise an die Aktien binden. Da gibt es eine Ausnahme. Die Ausnahme hierzu ist, dass aufgrund bestimmter Eigenschaften einer Gruppe oder der Minderheitsaktionäre das Recht im Vorstand vertreten zu werden eingeräumt werden kann. Also die Ausnahme ist, dass man ein Gesellschafter aufgrund bestimmter Eigenschaften in der Satzung eine Regelung einbaut, wo geschrieben wird, dass diese Gesellschaft auf jeden Fall im Vorstand vertreten werden müssen. Das kann zum Beispiel für ausländische Gesellschafter von Interesse sein, wenn man die Gesellschaft mit mehreren Gesellschaftern gründen sollte, kann man zum Beispiel dort von dieser Regelung Gebrauch machen. Dies ist aber bei der GmbH nicht möglich. Also man kann in einer GmbH Aktien oder Gesellschafter, ist egal, nicht mit einem Vorzugsrecht beschmücken. So, wenn wir kurz auch die Organe einer Aktiengesellschaft und einer GmbH nennen sollten. Es gibt gesetzlich vorgeschriebene jeweils zwei Gesellschaftsorgane. Bei der AG ist das die Generalversammlung und der Vorstand. Bei der GmbH ist das die Generalversammlung und das Geschäftsführerkomitee. Die Generalversammlung ist in beiden Gesellschaften das höchste Entscheidungsorgan. Diese besteht aus den Gesellschaftern der Gesellschaft. Der Vorstand und das Geschäftsführerkomitee werden von der Generalversammlung bestellt
und können jederzeit von dieser wieder abbestellt werden. Beim Vorstand der AG müssen sich die Gesellschafter nicht beteiligen, können es aber. Also ich muss als Gesellschafter bei der AG nicht im Vorstand sein, kann die Leitung an dritte Personen übertragen. Aber wenn ich möchte, kann ich natürlich auch dort erscheinen. Bei der GmbH ist es allerdings gesetzlich vorgeschrieben, dass mindestens ein Gesellschafter als unbeschränkter Geschäftsführer immer bestellt sein muss. Das hat natürlich, das werden wir bei der Haftung sehen, Auswirkungen auf die Haftung eines Gesellschafters, der zugleich auch als Geschäftsführer bestellt sein ist. In diesem Fall wächst die Haftung dieses Gesellschafters. Man kann natürlich mehrere Vorstandsmitglieder und mehrere Geschäftsführer bestellen. Also auch wenn ich jetzt bei der GmbH als Geschäftsführer, also als Gesellschafter, aber auch als Geschäftsführer erscheine, kann ich andere Geschäftsführer bestellen und diese dann auch mit der Praxis der Leitung beauftragen. Jetzt kommen wir zu dem Thema Haftung der Gesellschaft, Haftung der Gesellschafter und der Vertretungsbefugnis. Die Haftung ist in zwei zu teilen. Es gibt einmal die Haftung aufgrund privatrechtlichen Schulden. Zurzeit wird dargestellt, wie diese Haftung bei beiden Gesellschaften aussehen. Da gibt es zwischen der AG und der GmbH keinen Unterschied. Wenn wir uns das kurz anschauen sollten, die Gesellschaft ist allein mit ihren eigenen Vermögen verantwortlich gegenüber privatrechtlichen Schulden. Die Gesellschafter tragen keine Verantwortung für die Schulden der Gesellschaft gegenüber dritten Personen. Die vertretungsbefugten Personen, also der Vorstand, aber auch vielleicht darunter liegende Geschäftsführer bei der AG oder auch bei der GmbH, die ihren gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen mit Verschulden nachgehen, haften für den Schaden, den sie der Gesellschaft, den Gesellschaftern und den Gläubigern zufügen. Wie wir sehen, ist es eigentlich bei privatrechtlichen Schulden einfach geregelt. Die Gesellschaft ist natürlich aufgrund seiner eigenen Schulden haftend. Die Gesellschafter tragen keine Haftung, weil eben gerade diese Handelsgesellschaften gegründet wurden. Da spielt ja auch eine bestimmte Rolle, dass man die Haftung begrenzen möchte. Aber dies gilt bei vertretungsbefugten Personen nicht, wenn sie mit Verschulden ihre Aufgaben nachgehen, weil da natürlich durch Schuld in Kraft tritt und die Haftung gegenüber der Gesellschaft, den Gesellschaftern und den Gläubigern entsteht. Also da kann auch die Gesellschaft dem Geschäftsführer oder dem Vorstandsmitglied eine Schadenersatzklage einreichen oder auch sogar in manchen Fällen die Gesellschafter und dritte Personen oder dritte Gläubiger können dies sowieso. Wenn wir jetzt zu der zweiten Haftungsfrage kommen sollten, das ist die Haftung aufgrund öffentlicher Schulden. Da können wir sehen, dass dies bei der AG und bei der GmbH anders geregelt ist. Bei der AG ist die Gesellschaft aufgrund der Steuerschulden und nicht gezahlten Sozialabgaben haftend, ist auch nachvollziehbar. Die Gesellschafter haben aufgrund Sozialabgaben, aber auch aufgrund Steuerschulden keine Haftung. Da ist man auf der sicheren Seite sozusagen. Die Vorstandsmitglieder
Da wird es ein bisschen komplizierter, haben aufgrund Steuerschulden eine zweitgradliche Verantwortung. Das heißt, wenn die Steuerschulden von der Gesellschaft nicht eingetrieben werden können, dann entsteht auch die Haftung der Vorstandsmitglieder. Und die sind verantwortlich mit ihrem persönlichen Vermögen und unbeschränkt. Also da gibt es auch keine Einschränkung, keine Begrenzung. Bei nicht bezahlten Sozialabgaben ist es für die Vorstandsmitglieder noch kritischer sozusagen, denn da ist die Haftung mit der Gesellschaft zusammen im ersten Grad. Warum das so vorgesehen wurde im Gesetz, ist eigentlich, dass die Vorstandsmitglieder hier natürlich direkt eigentlich von der Bezahlung der öffentlichen Schulden verantwortlich gesehen werden. Und darum ist diese Haftung hier in diesem Sinne vorgesehen. Und bei Sozialabgaben ist der Staat dann noch kritischer als bei Steuerschulden. Bei der GmbH wächst diese Haftung ein bisschen weiter. Die Gesellschaft ist wie gewohnt natürlich die Hauptschuldnerin, egal ob es jetzt Steuerschulden sind oder nicht gezahlte Sozialabgaben sind. Die Gesellschafter sind im zweiten Grad wieder verantwortlich im Verhältnis zu ihren Anteilen. Das bedeutet, wenn ich zu 50% der GmbH beteiligt bin, dann bin ich auch zu 50% von diesen Schulden verantwortlich, wenn die Gesellschaft diese nicht auszahlen kann. Die Geschäftsführer sind aufgrund der Steuerschulden und aufgrund der Sozialabgaben, wie eigentlich bei der AG, bei dem Vorstand, wiederum im zweiten Grad für Steuerschulden verantwortlich und im ersten Grad mit der Gesellschaft direkt mit ihrem persönlichen Vermögen verantwortlich. Wir hatten ja gerade eigentlich davon gesprochen, dass ich als Gesellschafter bei der AG nicht im Vorstand sein muss. Das heißt, dann bin ich eigentlich nur als Gesellschafter vorhanden. Wir haben ja eben gesehen, dass ich als Gesellschafter bei der AG gegenüber privatrechtlichen Schulden keine Haftung trage. Das gilt auch hier für den Gesellschafter bezüglich den öffentlichen Schulden. Aber wenn ich im Vorstand bin, dann wächst meine Haftung, wie eben dargestellt. Da habe ich aber die Auswahlmöglichkeit. Möchte ich im Vorstand sein oder möchte ich nicht im Vorstand sein? Bei der GmbH war es aber so, dass wir auf jeden Fall als ein Gesellschafter der GmbH auf jeden Fall als Geschäftsführer bestellt sein muss. Das heißt, wenn ich mit einem Gesellschafter die GmbH gründen sollte, muss dieser Gesellschafter auch als Geschäftsführer vorhanden sein. Und dann besteht diese Haftung unter GmbH, Geschäftsführer aufgrund der Steuerschulden und nicht gezahlten Sozialabgaben. Also da wächst meine Verantwortung als Gesellschafter, da ich auch als Geschäftsführer bestellt bin. Da muss man einfach, falls man die GmbH auswählen sollte, ein bisschen vorsichtiger sein oder besser gesagt einfach kontrollieren, ob wirklich die Steuerschulden und die Sozialabgaben bezahlt werden oder nicht. Gründungsprozeduren einer Gesellschaft haben wir grob in vier Teile aufgeteilt. Die Vorbereitung der Satzung, Vorbereitung der notwendigen Dokumente, Antragstellung bei dem Handelsregisteramt, Registrierung und Veröffentlichung der Gründung. Zunächst wird die Satzung gemäß den gesetzlichen Voraussetzungen des Handelsgesetzbuchs zusammen mit den Gründern der Gesellschaft vorbereitet. Also wir würden in diesem Sinne mit ihnen zusammen
die Satzung vorbereiten. Zusätzlich den obligatorischen Punkten ist es möglich, zusätzliche Punkte in die Satzung aufzunehmen, die je nach Zweck und Ziel der Geschäftstätigkeit und dem Wunsch der Gründer der Gesellschaft festgelegt werden, soweit diese nach dem Handelsgesetzbuch zulässig sind. Also wir lassen dann meistens ein Muster Ihnen zukommen und Sie können dann dort auch manche Regelungen einbauen. Dann kontrollieren wir das, ob das auch dem Gesetz entspricht. Soweit es auch dem Gesetz entsprechen sollte, können wir das dann auch in die Satzung aufnehmen. Die Satzung ist in der türkischen Sprache gültig, wobei eine Übersetzung des Vertrags in deutscher Sprache zur Information der Gründer erstellt werden sollte. Also da muss man auch dann aufpassen, dass die deutsche Übersetzung des türkischen Textes dann auch dem türkischen auch entspricht. Die Satzung wird, nachdem diese und die weiteren erforderlichen Dokumente vorbereitet sind, im MERSIS-System eingetragen und beim Antrag über dieses elektronische System an das Handelsministerium und das zuständige Handelsregisteramt übermittelt. Seit mehreren Jahren besteht dieses elektronische System. Überdies kann man dann die Satzung und den Antrag auf Gründung erstellen. Für die Erstellung der Satzung wird unter anderem für ausländische Gründer und vertretungsbefugte Personen eine türkische potenzielle Steuernummer benötigt. Dafür muss vorerst in diesem Rahmen für die betroffenen Personen ein Antrag bei der zuständigen Steuerbehörde gestellt und die Steuernummer erworben werden. Falls Sie nicht die türkische Staatsbürgerschaft tragen, muss in der Satzung eine potenzielle türkische Steuernummer für Sie angegeben werden. Die muss dann, während die Satzung vorbereitet wird, erworben werden. Falls die betroffenen Personen eine türkische Steuernummer oder eine türkische Identitätsnummer für Ausländer besitzen sollten, würde diese Antragstellung wegfallen. Nachdem die Satzung über das MERSIS-System an die Behörden übermittelt worden ist, wird dieser vor dem Notar oder vor dem Handelsregisterbeamten unterzeichnet. Diese Unterzeichnung muss seitens des Gründers oder seitens einer bevollmächtigten Person im Namen der Gründer geleistet werden. Also Sie müssen es selbst unterzeichnen, aber wenn Sie nicht in die Türkei einreisen möchten, geht dies natürlich über Rechtsanwälte oder andere bevollmächtigten Personen, die eine Vollmacht von Ihnen erhalten zur Gründung. Wenn wir auf den zweiten Teil zugreifen sollten, die Vorbereitung der notwendigen Dokumente richtet sich nach den Gründern, ob diese natürliche oder juristische Personen sind, die Art des Kapitals und weiteren Gegebenheiten des konkreten Falls, weshalb wir auf diese in diesem zeitlich befristeten Webinar nicht einzeln eingehen können. Aber soweit ein Antrag diesbezüglich gestellt werden sollte oder eine Nachfrage erstellt werden sollte, können wir diesbezüglich dann Ihnen die notwendigen Dokumente dementsprechend mitteilen. Wir möchten aber zumindest die Information geben, dass alle im Ausland erstellten und notariell beglaubigten Dokumente zugleich auch mit einer Apostille versehen werden müssen. Das ist eigentlich ein Vermerk, dass der ausländische Notar dazu befugt ist, diese Bestätigung zu erteilen. Die werden dann meistens von den ausländischen Gerichten erteilt. Falls die Dokumente zugleich in einer türkischen Vertretung, also im Konsulat oder in der Botschaft ausgestellt oder bestätigt werden können, entfällt die Einholung der Apostille, weil es von einer türkischen Behörde ausgestellt wurde.
Während der Vorbereitung der notwendigen Dokumente ist zu beachten, dass darunter auch ein Bankbrief, welches die Zahlung des Stammkapitals bestätigt, von einer türkischen Bank einzuholen ist. Aus diesem Grund müsste während der Vorbereitungsphase im Namen der zu gründenden türkischen Gesellschaft in der Türkei bei einer türkischen Bank ein Bankkonto errichtet und das Stammkapital seitens der Gründer auf dieses Bankkonto eingezahlt werden. Wir haben insbesondere zwei Themen, also die potenzielle Steuernummer und halt diese Bankkontoeröffnung insbesondere erwähnt, weil diese neben den Vorbereitungen der Dokumente auch gemacht werden müssen. Man muss, wie schon gesagt, bei der AG sowieso vor der Gründung mindestens 25% des Kapitals schon eingezahlt haben. Das heißt, man muss hier in der Türkei im Namen der zu gründenden Gesellschaft ein Bankkonto eröffnen lassen und danach auch dort den Kapitalbetrag einzahlen. Antragstellung vor dem Handelsregisteramt. Die Registrierung und Veröffentlichung der Gesellschaft wird von dem Handelsregisteramt des Ortes, an dem sich der Sitz der Gesellschaft befindet, unter Beifügen der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen beantragt. Mit der Eintragung in das Handelsregister wird die Gesellschaft zu einer juristischen Person und die Gründung ist somit abgeschlossen. Was noch im Nachhinein sofort gemacht werden sollte, ist einmal, dass nachdem die Gründung abgeschlossen ist, im Namen der vertretungsbefugten Person eine Unterschriftszirkulare ausgestellt werden sollte. Dies gibt es, soweit ich weiß, in Österreich, aber auch in Deutschland nicht. Das ist ein Beleg, welches der Notar aufstellt, in dem eigentlich die vertretungsbefugte Person genannt wird, des Weiteren die Vertretungsbefugnis genannt wird und die Unterschriften dieser Person erscheinen auf diesem Beleg, damit die dritte Person weiß, mit welcher Unterschrift die Vertretung stattfinden soll. Dies wird insbesondere bei Banken, aber auch bei anderen Behörden da verlangt, damit man diese Vertretungsbefugnis bestätigt bekommt. Des Weiteren sollte man von der zuständigen Steuerbehörde den Steuerausweis der Gesellschaft einnehmen und nicht vergessen, dass bei der Handelskammer, soweit die Gründung erfolgt ist, auch die Firmenbücher, die gesetzlich vorgeschriebenen Firmenbücher fertiggestellt werden, die müssten auch abgeholt werden. Somit haben wir eigentlich die Gründung abgeschlossen. Ich würde noch kurz zwei alternative Rechtssubjekte nennen, die nicht keine Gesellschaften sind, aber die könnten auch in diesem Sinne vielleicht hilfreich sein. Es gibt einmal die Niederlassung. Also ausländische Gesellschaften können in der Türkei eine Niederlassung eröffnen. Die Niederlassungen sind gemäß dem türkischen Handelsgesetz keine individuellen juristischen Personen, sondern befinden sich im Rahmen der juristischen Person der Muttergesellschaft. Aus diesem Grund empfehlen wir das allgemein nicht, weil die Haftung eigentlich aufgrund der Rechtsgeschäfte auf der Muttergesellschaft weiterhin bestehen wird. Also gibt es dort keine Begrenzung der Haftung gegenüber der Muttergesellschaft oder gegenüber der Person. Des Weiteren würde diese Niederlassung auch einen Geschäftsführer bekommen und dieser würde auch von der Muttergesellschaft bestellt werden. Des Weiteren und die letzte Erzählungspunkt wäre eigentlich das Verbindungsbüro. Ein Verbindungsbüro kann auch aus dem Ausland hier in der Türkei gegründet werden. Es ist keine Gesellschaft. Es ist eigentlich ein Büro, welches
den lokalen Markt beobachtet, Recherchen durchführen kann, erste Kontakte mit potenziellen Geschäftspartnern oder Kunden knüpfen darf. Sie darf keine Handelsgeschäfte betreiben. In diesem Sinne hat sie auch kein Einkommen aus sich selbst, sondern das Einkommen dieses Verbindungsbüros muss dann aus dem Ausland, aus der Muttergesellschaft eingezahlt werden. Das ist eigentlich meistens, bevor man eine Gesellschaft in der Türkei gründet, für die Marktforschung gedacht und wäre auch eine Alternative. Dementsprechend habe ich jetzt mein letztes Wort gesprochen für das erste und werde für die weiteren Themen das Wort an Herrn Tanverdi übergeben. Vielen Dank. Guten Tag, ich heiße Mehmet Baran Tanverdi und ich bin ein Anwalt bei Tanverdi Anwaltskanzlei. Ich werde Ihnen die Arbeitserlaubnis, die Aufenthaltserlaubnis und die Förderung erzählen. Also, jeder Ausländer, der in der Türkei selbstständig oder unselbstständig arbeiten möchte, benötigt eine Arbeitserlaubnis. Die Arbeitserlaubnis wird seitens des Ministeriums für Arbeit und soziale Sicherheit ausgestellt. Ausländer ohne Arbeitserlaubnis ist es untersagt, in der Türkei zu arbeiten. Der Verstoß dazu wird auch mit entsprechenden Strafmaßnahmen sanktioniert. Eine gültige Arbeitserlaubnis gilt gleichzeitig auch als eine Aufenthaltsgenehmigung. Für Sie kommen zwei Möglichkeiten in Frage. Erste Möglichkeit ist Erlass der Arbeitserlaubnis. Die Ausländer, welche im Umfang des, Erlasses der Arbeitserlaubnis sind, können mit Erhalt des Erlasses der Erlaubnis arbeiten. Artikel 48 mit dem Titel Ausnahmen der Durchführungsverordnung zum Internationalen Arbeitskräftegesetz legt die Fälle fest, in denen Ausländer von der Arbeitserlaubnis befreit werden. Unter Artikel 48 sind unter anderem Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften, die nicht in der Türkei wohnhaft sind, Gesellschafter anderer Gesellschaften, die nicht den Titel eines Geschäftsführers tragen und Ausländer, die nicht Gesellschafter dieser Gesellschaften sind, aber auf höchster Ebene vertretungsberechtigt sind und in der Türkei arbeiten möchten. Diese können einen Erlass bis zu 3 Monaten erhalten. Der Antrag auf Erlass der Arbeitserlaubnis kann innerhalb der Türkei oder auch bei den türkischen Generalkonsulat und Botschaften im Ausland gestellt werden. Die zweite Möglichkeit ist eine unabhängige Arbeitserlaubnis. Unabhängige Arbeitserlaubnisse werden unter Berücksichtigung des Bildungsniveaus des Ausländers, seiner Berufserfahrung, seines Beitrags zu Wissenschaft und Technologie, der Auswirkungen seiner Tätigkeit oder seiner Investition in der Türkei auf die Wirtschaft und die Beschäftigung des Landes, des Kapitalanteils des Ausländers, wenn er Gesellschafter eines Unternehmens ist und andere Gesichtspunkte, die vom Ministerium im Einklang mit den Empfehlungen des Beratungsausschusses für internationale Arbeitskräftepolitik festgelegt werden, erzeugt. Die unabhängige Arbeitserlaubnis können gemäß Durchführungsverordnung zum Internationalen Arbeitskräftegesetz Artikel 29 folgende Ausländer beantragen. Also die Gesellschafter von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die zugleich Geschäftsführer dieser Gesellschaft sind, Gesellschafter von Aktiengesellschaften, die zugleich Vorstandmitglieder dieser Aktiengesellschaften sind, Kommanditisten, die zugleich Geschäftsführer der Kommanditgesellschaft auf Aktien sind, Gesellschafter von anderen Gesellschaftsarten gemäß Handelsgesetzbuch, die zugleich Geschäftsführer sind. Der Antrag auf die unabhängige Arbeitserlaubnis kann innerhalb der Türkei oder noch einmal auch bei den türkischen Generalkonsulaten und Botschaften im Ausland gestellt werden. Wenn wir die allgemeinen Einreisebedingungen eingehen sollte, ausländische Staatsbürger benötigen für die Anreise in der Türkei einen Reisepass, der noch für eine bestimmte Frist gültig ist. Diese Fristen sind jeder nach Land unterschiedlich. Österreichische Staatsbürger benötigen einen Reisepass,
mit einer Mindestgültigkeit von 3 Monaten. Gemäß dem Dekret des türkischen Präsidenten vom 1. März 2020 sind österreichische Staatsbürger bei touristischen Reisen und Durchreisen bis zu 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 130 Tagen von der Visumpflicht befreit. Ausländer, die beabsichtigen, sich über die Gültigkeitsdauer ihres Visums hinaus in der Türkei aufzuhalten, müssen eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Also Ausländer, die sich länger als den visumfreien Aufenthalt von 90 Tagen in der Türkei aufhalten möchten, müssen eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Es gibt 6 Eigenarten der Aufenthaltsgenehmigung. Für Sie wäre das Wichtigste die Aufenthaltsgenehmigung für Familien. Durch einen Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung für Familien kann der Gesellschafter und oder Geschäftsführer, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für seine Familie auch eine Aufenthaltsgenehmigung für die beantragen. Unser nächstes Thema sind Förderungen. Die Republik Türkei bietet ein umfassendes Programm für Investitionsförderung, das die Minimierung der Anlaufkosten und die Beschleunigung der Investitionsrendite sowohl für neue Investitionen als auch für Projekte zur Erweiterung bestehender Investitionen unterstützt. Die Arten der Förderungen und die Bestandteile für die Förderungen gewählt werden, sind sehr unterschiedlich. Aus diesem Grund ist für Investoren von besonderer Bedeutung, die für sie am besten geeigneten Förderungsmechanismus festzustellen. Denn der Erhalt von manchen Förderungen kann auch dazu führen, dass weitere Förderungsaufnahmen nicht mehr möglich sind. Dementsprechend sollte vor einem Antrag auf Förderungen professionelle Beratung in diesem Gebiet eingeräumt werden. Wir werden in diesem Webinar für Sie stichpunktartig die möglichen Förderungsmittel aufzählen. Förderungen können unter 5 Gruppen aufgeteilt werden. Investitionsförderungen, Beschäftigungsförderungen, Förderungen bezüglich Forschung, Entwicklung und Design, regionale Förderungen und Exportförderungen. Also die erste Gruppe sind Investitionsförderungen. Diese sind auch nochmal in 5 geteilt und diese 5 sind allgemeine Förderungen, regionale Investitionsförderungen, strategische Investitionsförderungen, projektbedingte Investitionsförderungen, Förderungen und weitere Förderungen. Die Namen dieser Förderungen sind oft selbsterklärend. Allgemeine Förderungen sind Förderungen, die unabhängig von der Region der Investition sind. Für diese Förderungen, die Beispiele sind Mehrwertsteuerausnahme bei Maschinenkaufen und Ausnahme bei Zollgebühren. Zweite Gruppe der Förderungen sind regionale Investitionsförderungen. In der Türkei gibt es bestimmte vom Staat vorgesehene Investitionsregionen. Die Beispiele für regionale Investitionsförderungen sind Mehrwertsteuerausnahme bei Maschinen und Ausnahme bei Zollgebühren, auch Landzuteilung, Grundsteuerbefreiung, Unterstützung bei den Sozialversicherungsbeiträgen, Einkommensteuer und Zinsen und so weiter. Es gibt auch strategische Investitionsförderungen. Höhere Förderungsmittel gibt es für Investitionen, die sich auf Produktion von Produkten mit hohen Importraten beziehen. Die Beispiele können alle zuvor genannten Ausnahmen und Unterstützungen umfassen. Des Weiteren haben wir projektbedingte Investitionsförderung. Diese enthalten zum Beispiel folgende Förderung: Mehrwertsteuerausnahme bei Maschinenkaufen, Ausnahme bei Zollgebühren, Körperschaftssteuerabzug und weitere Unterstützungen. Als letztes Investitionsförderungen kommt die Gruppe der weiteren Förderungen. Diese sind Förderungen von der KOSGE für Zuschüsse und Darlehen für kleine und mittlere Unternehmen und Subventionen von Entwicklungsagenturen zur Steigerung der regionalen Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit. Die zweite Art von Förderungen sind Beschäftigungsförderungen. Eigene Beispiele sind zum Beispiel Unterstützung bei den Sozialversicherungsbeiträgen und Unterstützung bei Personalausbildung. Die dritte Hauptart sind Förderungen bezüglich Forschungs-, Entwicklungs- und Designzentren. Diese sind wieder in 3 Gruppen geteilt. Förderungen, welche gemäß dem Gesetz für Forschung und Entwicklung vorgesehen sind, Förderungen für Technologieentwicklungszonen und TÜBİTAK-Förderungen. Förderungen, welche gemäß dem Gesetz für Forschung und Entwicklung vorgesehen sind, vielfältig.
Diese enthalten zum Beispiel steuerliche Vorteile, Unterstützung bei den Sozialversicherungsbeiträgen und Absetzung der Forschung und Entwicklung Designkosten. Die nächste Gruppe sind Förderungen für Technologieentwicklungszonen. In der Türkei gibt es bestimmte, noch einmal vom Staat vorgesehene Investitionsregionen. Diese Förderungen beinhalten steuerliche Vorteile für Investoren, welche ihre Tätigkeit innerhalb der Technologieentwicklungszonen betreiben. Und die letzte von dieser Gruppe sind TÜBİTAK-Förderungen. TÜBİTAK bedeutet Wissenschaftlicher und Technischer Forschungsrat der Türkei. Diese Förderungen enthalten Unterstützung der Kostenübernahme. Unsere vierte Hauptart von Förderungen sind regionale Förderungen. Diese beinhalten steuerliche Vorteile für internationale Gesellschaften, welche ihre Firmenzentren in der Türkei verlegen. Die letzte Hauptart von Förderungen sind Exportförderungen. Diese sind auch wiederum in drei Gruppen aufgeteilt: Exportförderungen des Handelsministeriums, Förderungen bezüglich Freihandelszonen und Eximbank. Also erste von diesen drei Förderungen sind Exportförderungen des Handelsministeriums. Diese beinhalten die steuerlichen Befreiungen und Zahlungsunterstützungen für die Erweiterung des Exports. Zweite von diesen drei sind Förderungen bezüglich Freihandelszonen. Diese beinhalten die Vorteile der Freihandelszonen, welche für Investitionen bezüglich des Exports vorgesehen sind. Und die allerletzte Förderungsmöglichkeit ist Eximbank. Eximbank bedeutet Bank der Türkei für Exportkredite. Diese Bank ermöglicht Kreditmöglichkeiten mit geeigneten Zinsquoten und Zahlungsmodalitäten für Investoren, die Exportgeschäfte betreiben. Also, wie Sie betrachten können, handelt es sich um zahlreiche Förderungsmöglichkeiten. Die Bewertung von jeder Förderung müsste im Einzelfall separat stattfinden. Aus diesem Grund können wir in diesem Webinar keine Bewertungen bezüglich Förderungsanfragen machen. Also bitte entschuldigen Sie mich für eventuelle Aussprachfehler. Ich habe heute zu oft Investition und Förderung gesagt. Somit gebe ich das Wort zurück an Frau Kainak. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank, Herr Usunar und Herr Tanwalder. Es waren wirklich hilfreiche Informationen für alle, die an eine Firmengründung in der Türkei denken. Machen Sie es. Nun haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an unsere Rechtsexperten zu stellen. Und ich sehe, dass wir auch schon einige Fragen haben. Falls es passt, werde ich Fragen laut vorlesen. Und ja, einer von Ihnen kann dann aufgreifen. Also, wenn wir auch Fragen auf Englisch haben, können wir diese auch entgegennehmen. Da würde dann Herr Tamberdi antworten. Genau. Danke. Also hier ist die erste Frage. Wie lange dauert die Gründung einer GmbH und der AG in der in der Praxis? Ich glaube, zusammenhängt ist auch noch die andere Frage, wie wieder von Herrn Kojabay. Es gibt in Österreich ein schnelles Gründungsverfahren für Einzelpersonen GmbHs. Diese hat eine natürliche Person als hundertprozentiger Gesellschafter. Gibt es auch ein schnelles Verfahren in der Türkei? Also ein schnelles Verfahren haben wir da nicht, aber es ist eigentlich allgemein gesehen, dauert die Gründung eigentlich gar nicht sehr lange. Also die Vorbereitungsphase ist wichtig eigentlich, weil ab dem Zeitpunkt, an dem der Antrag gestellt wurde, bezüglich der Gründung, dauert es eigentlich nur 3 bis 5 Tage, nicht länger. Also da ist das Handelsregisteramt sehr zügig. Die Vorbereitungsphase findet im Durchschnitt, beträgt diese 1 bis 2 Wochen. Das kommt darauf an, wie schnell wir die Satzung mit dem Gründer zusammen abschließen können, wie schnell die weiteren Dokumente vorbereitet werden können. Wie schon gesagt, normalerweise dauert eine Gründung 1,5 bis 2,5 Wochen. Es gibt auch Fälle, wo es kürzer gedauert hat, aber es gibt auch Fälle, wo diese Zeit auch ein bisschen überschritten wurde. Wie schon gesagt, das kommt auf den einzelnen Fall an. Dankeschön. Noch eine Frage. Gibt es Einschränkungen betreffend der Bestellung ausländischer Geschäftsführer, also EU-Staatsbürger, durch eine österreichische Muttergesellschaft?
zusammenhängt, ist auch anders gefragt. Verstehe ich es richtig, dass EU-Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich als Geschäftsführer der türkischen Gesellschaft bestellt werden können? Ja, ganz genau. Das ist vollkommen richtig. Also Sie können jegliche Staatsangehörigkeit haben, können auch im Ausland wohnhaft sein. Das ist kein Hindernis, dass Sie als Geschäftsführer bestellt werden. Eine Frage haben wir auch zu den Gründungskosten. Das ist meistens, da werden wir auch sehr oft angefragt, was kostet uns das? Ja, also bezüglich den Kosten können wir angeben, dass zurzeit circa die Handelsregisterkosten bei circa 100 Euro liegen. Die Vorbereitungskosten, da kommen halt Übersetzungskosten, notarielle Beglaubigungskosten sind auch vorhanden. Die kosten dann im Durchschnitt wieder 200 bis 300 Euro. Da muss man natürlich sehen, wie viele Seiten man übersetzen muss oder wie viele Seiten das der Notar dann bestätigen muss. Das ändert sich, ist variabel. Kommt natürlich auch das Honorar dann diesbezüglich noch drauf. Das hängt aber natürlich vom Markt ab, ist auch wieder sehr variabel. Wenn ich unser Honorar für die Gründung nennen darf, haben wir das in zwei aufgeteilt. Einmal eine allgemeine Gründung, wo die Satzung eigentlich sehr einfach gehalten wird. Da kostet unser Honorar 1.500 Euro plus 20% Mehrwertsteuer. Wenn es sich wirklich dann um eine komplizierte Vorbereitungsphase der Satzung handeln sollte, wie zum Beispiel Vorzugsrechte der Aktien und weitere komplizierte Regelungen, dann würden wir unser Honorar bei 2.500 Euro plus 20% Mehrwertsteuer beibehalten. Dankeschön. Müssen Gesellschafter für die Gründung oder für irgendeinen Prozess in die Türkei einreisen? Nein, also soweit man eine Gründungsvollmacht ausstellt, da haben wir auch ein Muster, würden diesen dann dem Gründer zukommen lassen. Soweit diese Vollmacht ausgestellt wurde, muss der Gesellschafter gar nicht in die Türkei einreisen. Alle Prozeduren können samt der Steuernummererwerb, samt die Eröffnung der Bankkonten im Namen der zu gründenden Gesellschaft, können seitens von uns durchgeführt werden. Alle Dokumente können seitens von uns im Namen des Gesellschafters oder des Gründers unterzeichnet werden. Also er muss nicht, aber er kann natürlich jederzeit. Super, vielen Dank. Wie würden Sie es einschätzen? Lohnt es sich zurzeit, eine Firma in der Türkei zu gründen oder wie sollte man den ersten Schritt machen? Also die Türkei ist ja allgemein sehr gebunden an die AB, also an die EU und hat ja auch die Erfahrung an sich selbst mit Gesellschaften aus Österreich, aber auch aus Deutschland, aus dem deutschsprachigen Kreis. Und da haben auch, glaube ich, soweit wir das aus unseren Mandanten dann betrachten können, haben auch viele ausländische Gesellschaften gute Erfahrungen in der Türkei gemacht. Zurzeit ist ja auch der türkische Lira und der Eurokurs günstig für die europäischen Länder oder Investoren. Da macht es höchstwahrscheinlich dann auch Sinn, hier zu investieren. Wir haben auch, wenn wir das vergleichen sollten, in den letzten Jahren mehr Anforderungen bezüglich Firmengründungen als davor. Da müsste man sich dann, wenn man natürlich diese Mittel hat, hier in der Türkei auch sein Geschäft weiter aufzubauen, dies dann auch nutzen, finde ich. Dabei kann man natürlich im Voraus diese Marktforschung machen durch ein Verbindungsbüro.
Wenn man noch gar keine Kontakte haben sollte, wäre das eine gute Idee. Und dann nach einer Zeit, soweit man sich hier auch ein bisschen Fuß gefasst hat, sage ich mal, kann man zur Gesellschaftsgründung übergehen. Wenn man aber sowieso Kontakte hat, aber auch Geschäfte durchführt, muss das Verbindungsbüro gar nicht eingeschaltet werden. Vielen, vielen Dank. Wir haben gerade keine Fragen mehr, jedoch ein Handzeichen, Felix Ramberger, falls Sie Ihre Frage schriftlich, also falls Sie eine Frage haben, dass Sie es schriftlich stellen. Oder ich weiß nicht, ob man Audio einschalten kann, können Sie auch natürlich mündlich sagen. Aber vielleicht war es auch versehentlich. ich kann hier noch bei weiteren Fragen stehen Sie ja, Frau Kainak, zur Verfügung, aber auch wir sind jederzeit gerne bereit, weitere Fragen zu beantworten. Ist gar kein Problem. Sie können uns jederzeit erreichen. Genau. Ich möchte kurz anmerken, dass die Kanzlei Tannwalde uns schon seit Jahren eine Fachinformation immer zur Verfügung stellt. Da sind alle Informationen rund um das Thema Firmengründung in der Türkei vorhanden. Also falls Sie uns anschreiben, falls Sie Interesse haben an der Türkei, können Sie uns gerne anschreiben und wir schicken Ihnen diese zu. Da ist alles wirklich schön detailliert sichtbar. Ich sehe, wir haben noch eine Frage. Was sind die Kosten bei Ihrer Kanzlei? Vielleicht ja, ist das. Ja, wir hatten das gerade, glaube ich, ein bisschen genannt. Also, falls es sich um eine einfache Gesellschaftsgründung handeln sollte, also wo die Satzung jetzt nicht sehr stark bearbeitet werden muss. Wir haben ja, wie schon gesagt, eine Mustersatzung, die wir dem Mandanten dann zuschicken können. Dann liegt der Honorarbetrag bei 1.500 Euro plus 20% Mehrwertsteuer. Falls wir aber wirklich mit Vorzugsrechten bei Aktien oder bei Gesellschaftern arbeiten müssen und die Satzung ausbauen müssen, dann würde das Honorar bei 2.500 Euro plus 20% Mehrwertsteuer kosten. Noch eine Frage. Wie hoch wäre die Mindestkapitaleinlage für die GmbH? Bei der GmbH liegt die Mindeststammkapitaleinlage zurzeit bei 10.000 türkische Lira. Ist eigentlich umgerechnet fast 300 Euro, ist gar nichts in diesem Sinne. Aber dies wird sich jetzt ändern. Ab dem 01.01.2024 wird dieser Betrag auf 50.000 türkische Lira erhöht werden, sind wiederum ca. 1.500 Euro. Wie schon gesagt, man muss bei der GmbH am Anfang eigentlich als Stammkapital nichts zahlen. Also man hat 24 Monate Zeit, diesen Stammkapital einzuzahlen. Wir raten natürlich dem Mandanten, dass man zumindest die Kosten der Gesellschaft mit dieser Stammkapitaleinlage von Anfang an abdecken sollte, weil ansonsten ist es natürlich ein bisschen nicht realistisch, dass die Gesellschaft ohne Kapital dann steht. Aber die Stammkapitaleinlagen sind sowieso wirklich sehr Mindestbeträge, die man dann auch einzahlen sollte. So, hier ist noch eine Frage, und zwar die Frage aller Fragen. Geht sich noch eine Gründung einer GmbH bis zum Ende des Jahres noch aus? Ja, also das wäre, wenn man wirklich dann schnell handelt, möglich, weil wir ja noch 2 Wochen haben und wir haben ja gesagt, im Durchschnitt dauert es 1,5 bis 2,5 Wochen. Also wenn die Person sich da schnell einlegt und die Vorbereitungen auch dann wirklich reibungslos laufen, sollte das auf jeden Fall klappen. Wie hoch ist die Kost bzw. Steuer? Die Steuer bezüglich unserem Honorar habe ich gerade genannt, aber ansonsten die Einkommensteuer oder auch weitere, also die Mehrwertsteuer beträgt in der Türkei 20%. Die Einkommensteuer ändert sich, nachdem
man wie viel verdient, ist ja meistens so. Da müsste man auch vielleicht sogar bei komplizierteren Fragen bezüglich der Steuer einen Wirtschaftsprüfer oder einen Steuerberater dann einschalten. Gerne, wenn die Frage weiterhin bestehen sollte, können wir da auch schriftlich auch Informationen von unserem Steuerberater einnehmen. Gemeint war wohl die Körperschaftssteuer. Ich habe nur die Abkürzung leider nicht verstanden. Ach so, die Körperschaftssteuer müsste ich auch eigentlich überprüfen zuerst, weil die sich, soweit ich weiß, auch nach einer Zeit, glaube ich, ändert. Hängt wiederum von dem Einkommen ab. Ich glaube, Herr Tanverdi schaut gerade, glaube ich, sogar nach. Ja. Lassen Sie nachschauen, bis in der Zeit können wir noch natürlich eine andere Frage beantworten. Ja, natürlich, sehr gerne. Und zwar, es gibt Anbieter, die Adressen für Firmen anbieten. Haben Sie Erfahrung mit solchen Anbietern, wo man die Firmenanschrift diese Firmenanschriften anbieten? Ja, klar, natürlich. Es gibt solche E-Office, nennt man das hier in der Türkei, vielleicht auch sogar in Österreich auch. Also das sind dann Gesellschaften, die eigentlich ihre eigenen Räume vermieten. Kann man gerne machen. Man hat dann diese gesetzliche Adresse. Also nach der Gründung kommen ja auch normalerweise die Steuerbeamten und schauen nach, ob die Firmenbücher an dieser Adresse auch vorhanden sind und ob die Gesellschaft auch dort besteht. Das ist vollkommen ausreichend, wenn man solch ein Büro zunächst vermietet. Da haben wir auch, wie schon gesagt, auch Erfahrung damit. Manche Firmen machen das am Anfang, weil sie auch danach die organisatorischen weiteren Punkte dann erst bearbeiten können. Ist gar kein Problem, läuft reibungslos. Die Erhöhung des Grundkapitals als 01.01.2024 gilt auch für bereits bestehende türkische Unternehmen, da sie eventuell ein bestehendes Unternehmen erwerben möchten. Bezüglich den bestehenden Gesellschaften hat das Ministerium für Handel erklärt, dass diese nicht davon betroffen sind. Also sie müssen ihre Kapitale nicht erhöhen, aber man muss ja auch sagen, dass aufgrund der hohen Inflation diese Beträge eigentlich erhöht werden zurzeit. Und da hat das Ministerium auch eine Warnung ausgesprochen und gesagt, man sollte es auf jeden Fall realistisch gestalten. Also betroffen sind die bestehenden Gesellschaften nicht, aber damit man nicht in eine Gefahr eingeht, dass die Gesellschaft liquidiert wird, sollte man da einen realistischen Betrag schon aufweisen können. Und hier haben wir noch, was sind hier das Thema betrifft, noch weitere Webinare geplant? Können Sie auch eine Kopie der ersten Präsentation erhalten? Ja, also wie am Anfang genannt, es handelt sich um eine Rechtswebinarserie. Wir planen wahrscheinlich jetzt im neuen Jahr, Jänner oder Februar und die kommenden Monate vielleicht noch, weitere Rechtswebinare. Natürlich interessiert uns auch, was Sie interessiert. Also Sie können uns gerne anschreiben, Themen, was Sie interessieren könnte. Mit der Kanzlei Tannwald haben wir besprochen, dass das Thema Arbeitsrecht auch ziemlich oft angefragt wird und vielleicht auch gut ankommen würde, interessant wäre für alle. Unser erstes Rechtswebinar können Sie auf unserer Webseite da einsehen. Wir können Ihnen auch nochmal gerne eine E-Mail zusenden mit unserem ersten Webinar. Wie gesagt, das jetzige Webinar, einen Link dazu, bekommen Sie in den kommenden Tagen. Also das Video wird zurechtgeschnitten und alles wird vorbereitet. Und wahrscheinlich Anfang nächster Woche bekommen Sie dann alle nötigen Materialien noch zu unserem Webinar. In der Zwischenzeit, Herr Tannwald, hatten Sie die Gelegenheit, die Steuersätze sich anzuschauen? Ja, also Körperschaftssteuerabzug war verändert. Ich habe das kontrolliert. Es war normalerweise 23%, aber jetzt ist es 25%. Aber es gibt immer diese wie kann ich das sagen? Das kann noch einmal verändert werden.
Ja, okay. Also nach dem Einkommen ändert sich auch dieser Betrag, aber die Mindestprozentzahl der Körperschaftssteuer ist 25% zurzeit. Genau. Und Herr Kotsch, das beantwortet wahrscheinlich auch Ihre Frage bezüglich die Körperschaftssteuer für die GmbH, haben Sie gefragt, aber ich glaube, das ist irrelevant, ob es jetzt die AG ist oder die GmbH ist. Das ist vollkommen richtig. Hallo, gibt es auch eine D&O-Versicherung, Organhaftung, für die Geschäftsführung und leitende Personen in der Türkei? Welchen Versicherer würden Sie hier empfehlen? Danke. Also da können wir eigentlich keinen empfehlen. Da müssten wir auch aber uns informieren, ob solche Versicherungen überhaupt abgeschlossen werden können. Also ich weiß auch aus Europa, dass dort sehr vieles versichert werden kann. Soweit ist es in der Türkei noch nicht, aber müsste man nachfragen. Das kann auch gut sein, dass nicht alle, falls auch möglich, nicht alle Versicherungsgesellschaften das anbieten. Das hatten wir auch zuletzt. Also da kann ich auch aus unserer Kanzlei mitteilen. Wir konnten zum Beispiel nur eine Versicherungsfirma finden, die unsere Haftung übernehmen konnte als Rechtsanwalt. Zum Beispiel ist das in Deutschland sehr üblich und bezüglich der Gesellschaften oder dem Vorstand, da müsste man das Ganze nochmals überprüfen. Da habe ich keine direkte Information zurzeit. Super, vielen Dank. Hier noch eine letzte Frage von, oder ich weiß nicht, muss nicht die letzte sein. Vielleicht wäre noch interessant, dass man ein exemplarisches Beispiel vorzeigt, in dem man die Unterlagen und einen einzelnen Schritt im Detail vorzeigt. Also Sie meinen zur ja. Firmengründung, die einzelnen also, Schritte. Das können wir natürlich auch, also das wird sowieso vorbereitet, wenn solch eine Anfrage ankommt. Aber wir können auch, falls solch ein Bedarf besteht, natürlich mit Ihnen, Frau Kaimak, das nochmals absprechen. Im Allgemeinen ist es aber wirklich so, dass diese Vorbereitungsdokumente, wie schon gesagt, nach dem Kapital, aber auch nach den Gesellschaftern, ob diese natürliche Personen sind oder ob diese juristische Personen sind, ändert sich das. Ob die Gesellschafter türkisch abstämmig sind oder nicht, ändert sich das wiederum. Wir haben zuerst versucht, das vorzubereiten, dann war es aber wirklich, gab es mehrere Situationen, wo die Dokumente sich ständig ändern. Das muss in diesem Sinne dann im Einzelfall bearbeitet werden. Aber unsere Teilnehmer sollen sich da auch gar nicht jetzt davon ein Bild machen, dass es sehr kompliziert ist. Meistens sind die Dokumente hier von uns auszufüllen. Und die Dokumente, die aus Österreich dann uns erreichen müssten, sind dann circa 3 bis 5 Dokumente, die halt, manche müssen notariell beglaubigt werden, bei manchen reicht es aus, dass die uns nur per E-Mail zugeschickt werden. Also kompliziert ist es nicht, aber die Auflistung an sich selbst hängt von mehreren verschiedenen Punkten ab. Und darum, wenn die Teilnehmerin oder der Teilnehmer uns diesbezüglich anschreiben würde, kurz erzählen würde, wie die Gesellschaft und von wem die Gesellschaft gegründet werden soll, können wir die Dokumente-Liste sofort übermitteln. Ist gar kein Problem. Super. Ich bedanke mich bei Ihnen. Sehr informativ, sehr schönes Webinar. Danke für das Zuhören von allen. Ich werde Ihnen die Kontaktdaten zukommen lassen im Anschluss. Und sollten noch Fragen bestehen, können Sie uns gerne jederzeit per E-Mail kontaktieren. Die Fragen können wir Ihnen auch schneller als jetzt die Präsentation zukommen lassen, weil das erstmal noch aufbereitet werden muss. Ja, danke schön fürs Zuhören. Ja. Wir bedanken uns auch bei den Mitteilnehmern und Teilnehmerinnen und vielen Dank auch an die WKO, die uns diese
Webinar-Möglichkeit zukommen lassen hat. Es war für uns auch sehr erfreulich und wir hoffen, dass wir die Teilnehmerin informativ bereichern konnten. Schönen Abend dann noch von uns in der Türkei. Schönen Abend und schönen Tag noch für Österreich.